von der sie mal alles brechen. Und da kann man einmal dann hier seine Geschwindigkeit einstellen für den Flug, einmal die Richtung, also ein Heading. Und hier die Altitude, also die Höhe, kannst du hier einstellen, den Fuß, das ist der, denke ich, bekannt noch, ne? Du siehst das dann immer hier unten auf dem Primärflugdisplay jeweils, hast du hier rechts, hast du die Höhe, links Speed und hier unten die Richtung. Ja. Das Ganze in groß, nochmal in Draufsicht und Navigationsdisplay. Das hat man auf 520 schön dargestellt, das ist meine Meinung. Ah, ist das alles da nochmal? Das ist auch da, ja. Ja. Horizont, den kennst du auch, ne? Und jeder von diesen Strichen hier beim Pitch hat 2,5 Grad. Genau. Gut. Okay. Wie gesagt, wenn es ausgeschaltet ist, ne, dann sind das für uns nur Erinnerungen, ne, dass wir diese Werte halten wollen. Das Flugzeug kennt uns nicht davon ab, dass wir die Werte über- oder unterschreiten. Das liegt dann nachher an dir, du willst manuell dann fliegen. Fahrwerk, Triebwerksüberwachung, ne? Wenn der Drehzahl steuern fährt. Dann unsere Geschwindigkeit nachher. Flight Management Computer zweimal, aber beide das gleiche. Können wir Route und so ändern. Flüge klappen, vorne, hinten, fahren beide aus, das letzte Flaps. Speed Brake, also die Luftbremse, die dann oben auf dem Flügel ausfahren würde nach der Landung. Und ja, Parkbremse ist noch gesetzt. Das kleine Dingelchen da. Genau, wenn du jetzt gleich in die Pedale, dann trittst beim Start die Füße nach vorne abkippst, die Fußspitzen, dann löst du damit die Parkbremse. Wenn du willst, können wir jetzt gleich einfach mal loslegen, einen Take-off machen. Und dann ist deine Abhebegeschwindigkeit, also deine Rotation Speed, 130 Knoten. Und der Pitch, der Winkel, auf den wir dann erstmal an die Nase bringen wollen, sind 15 Grad etwa bis 17,5. Also wir uns langsam ziehen und dann geht's hoch. Denkt dran, das Ding ist ein bisschen träge, der ist relativ schwerfällig und in der Ruhe liegt die Kraft drin steil. Ab welcher Geschwindigkeit geht's ab? 130 Kilometer. Genau, dann gehen wir erstmal auf 4000 Fuß und dann gebe ich dir die Vektoren in der Platzrunde und wir fliegen einmal hoch. Alles klar, das war erstmal. Genau, zack.
Sicherheit mehr im Ruder speichern. Aber auch für die Ruder, das war ja auch so ein Test, ne? Das ist ja, ja. Auch alles fresh. Keine Ahnung, das Gerät haben wir jetzt erst seit knapp anderthalb, zwei Jahren. Das übernommen. Ja, das ist halt was Besonderes.
auslassen darf man nicht. Also man stellt sich das ja immer so vor, dass man dann denkt, ja, der fliegt ja jetzt. Irgendwann, also je nachdem, wenn der richtig ausgetrimmt ist, man verändert nichts. Wie geht das? Oder wenn der Autopilot an ist, natürlich auch. Ja. Ne? Und beim Airbus geht es auch, weil der trimmt automatisch für einen. Da braucht man nur den Stick hinzusetzen.
Abstand, den du hier hast von diesem Tor, ne, zu dem Beginn der Landebahn immer gleich halten. Kennst du das Papi noch? Das Papi, so, die sind nicht da noch, ne? Genau. Zwei weiße, zwei rote. Ne? 1000. Schnell jetzt. Genau, korrigieren und direkt gucken, passt es oder was machen. Ne? Oh, yeah.
1000. Quasi eine 90-Grad-Kurve da vorne. Und dann da zwischen den Häusern hier, an dem Airport zu landen.